Juten, huhu und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Allerdings heute mit einem anderen Profil und es hat auch einen besonderen Grund. Und zwar hat SCS Software und die Seite World of Trucks ein Event gestartet. Und zwar geht es um das Polcevera-Viadukt oder auch die Morandi-Brücke genannt in Genua. Und zwar hat diese Brücke den West- und den Ostteil der Stadt Genua verbunden. War auch eine wichtige Zufahrt zum Hafen. Und diese Brücke ist am 14. August 2018 eingestürzt, beziehungsweise ein Teil davon, aber schlimm genug. Ja, und diese Brücke ist, wie gesagt, eben halt zum Teil eingestürzt. Es gab 43 Todesopfer. Kam auch in den Nachrichten logischerweise. Schlimme Tragödie hätte vermieden werden können. Seit 2014 war bekannt, dass sie einsturzgefährdet ist. Da kümmert sich jetzt gerade die italienische Justiz drum. Aber man hat die Brücke wieder aufgebaut. Beziehungsweise es ist dabei. Im richtigen Leben wird sie jetzt im Mai wohl eröffnet. Und hier im Spiel hat jetzt SCS Software und World of Trucks beschlossen, die Brücke auch wieder aufzubauen. Und hat das Event gestartet, dass man eben halt zu den Depots Material hinfährt. Es gibt zwei Depots, einmal Ost und einmal West, also zu beiden Brückenenden praktisch. Und das machen wir jetzt. Hier fahren wir jetzt gerade ein Radlager zum Depot Ost. Ja, das Event besteht darin, dass man sechs Frachten zum Ostdepot und sechs Frachten zum Westdepot bringen soll. Und dann gibt es dann ein paar Belohnungen. Und da das alles natürlich auch zeitlich begrenzt ist, dachte ich mir, fange ich da heute mal an. Auch so schnell. Quatsch, falsche Taste. Ja. Um der Verunglückten zu gedenken, wird auf dieser Brücke werden 43 hohe Laternen angebracht, also praktisch für jedes Opfer eine. Finde ich eine tolle Maßnahme. Und sie wurde auch so gebaut, dass sie eben halt leichter zu warten ist. So, dann wollen wir mal 300 Kilometer haben wir noch knapp.
ein schöner Tag zum Fahren. Die Sonne scheint. Es sind 24 Grad. Was will man mehr? Aber relativ wenig unterwegs, ne? So, dann wollen wir unseren Teil dazu beitragen, dass die Brücke schnell gebaut werden kann. Weil, wie gesagt, es ist auch eine Verbindung zum Hafen. Und der Hafen von Genua ist der größte italienische Hafen. Und wenn da keine vernünftige Verbindung ist, ist das natürlich sehr, sehr schlecht. Ja, den Neubau finanziert oder muss finanzieren. Der Betreiber der Brücke, also der auch der alten Brücke war. Und ja, wurde dann per staatlichem Dekret dazu verpflichtet, die Brücke neu zu bauen und zu finanzieren. Finde ich völlig richtig. Es ist ja deren Schuld praktisch, dass die alte eingestürzt ist, weil mangelnde Wartung bzw. Kosten sparen. Und ja, wer so fahrlässig mit der Sicherheit und Menschenleben umgeht, kann froh sein, dass er nur dazu verknackt wird, obwohl es werden wohl 21 Leute angeklagt. Aber da sind noch nicht. Da steht halt noch nichts fest. Auch in Italien mahlen die Mühlen des Gesetzes langsam. So, Flughafen. Ja, ich werde diese 12 Fahrten, also sprich dann auch 12 Folgen, werde ich jeweils dann außer der Reihe bringen. Ja, das ist ja so ein zusätzliches Event, die normalen ETS-Folgen wird es auch wieder weitergeben. Da muss ich bloß gucken bei dem Profil, womit ich ja diese Folgen aufgenommen habe. Da werden jetzt auch die Fahrten wieder länger. Jetzt weiß ich nicht, ob ich dann mich wirklich nur auf die kurzen Fahrten beschränke oder ob ich lange Fahrten mache und die dann splitte. Weil immer nur hier ums Eck fahren ist ja auch nicht schön. Da gehen einen nervösen Daumen. So, Gott sei Dank gibt es ja hier in Italien die Mautstation mit dem Telepass, wo man einfach durchfahren kann. Man braucht nicht anhalten, muss halt nur die Geschwindigkeit so reduzieren, dass man nicht gegen die Schranke brettert.
weil das könnte sich auf die Gesundheit des LKWs auswirken. Und natürlich auch die der Schranke. So, dann wollen wir mal. Wir haben noch, ja, knapp die Hälfte haben wir fertig. Bin ja gespannt, wie das Depot aussieht, ob man auch Teile von der Brücke sieht, die schon ein Stück fertiggestellt sind. Es gibt da übrigens auch ein Community, Ziel, also nicht nur für einen selber, sondern eben halt auch für die ganze Community. Das können wir uns dann gleich nach, wenn die Lieferung fertig ist, mal angucken. Ja, also Events sind immer sehr schön, weil man kriegt dann eben halt immer schöne Extras als Belohnung, zum Beispiel Lackierungen oder Innenraum, Dekoration, Hintergründe. So, nach Genua geht es jetzt rechts ab. Die 40 sind vorbei, warum sagt mir da keiner Bescheid? Wir können wieder mit 70 durch die Gegend eiern. So, da vorne kommt wieder eine Mautstation, das heißt, da müssen wir gleich wieder mit der Geschwindigkeit runtergehen. Okay, da passt es hier drüben. Kreuzen wir einfach mal. Kilometer noch, wir sind gleich da. Dann hätten wir die erste von 12 Touren abgeschlossen. Ja. Hat die Polizei mal wieder ihn rausgefischt. Ey, was macht ihr mit den Schleichen denn hier? Olle Verkehrsbremsen.
Aber so ein ganz angenehmes Fahren in Italien. Früher war das meine Standardroute. Da sind wir dann immer von Italien nach Skandinavien gefahren. Beziehungsweise umgekehrt. Dann von Skandinavien nach Italien. Meistens medizinische Ausrüstung und die hat richtig Kohle gebracht. Da bist du dann schon mal so für eine Tour mit 250.000 Euronen belohnt worden. Allerdings ist es natürlich auch eine ordentliche Strecke, ne? Da bist du mal nicht nur 5 Minuten unterwegs, sondern ein bisschen was länger. Mann, 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 ey. Was ist denn hier? Tag. Cool, Tunnel mit Sonnenschein. So mag ich das. So, und da vorne sehen wir schon die Zielflagge. Das heißt, wir sind gleich do. Sieht aber mehr nach einem Tunnel als nach einer Brücke aus. So. Angekommen. Abgeladen. Ausgezeichnet. Bringt uns wieder ein bisschen was Geld. 12.000 ist nicht viel, aber es ist für eine gute Sache. Deswegen machen wir das auch. Fortfahren. So. Hier haben wir dann nochmal, also wie wir sehen, ne? East Depot hat 1 von 6 bekommen. So, und hier Operation Genua Bridge. West Depot 0 von 6, East Depot 1 von 6. Using external contracts with a World of Trucks connected profile in Eurotaxi Model 2, the community is to make deliveries of construction materials, fill, equipment and waste either to or from two new temporary depots. Genau, also man braucht dafür den eben halt ein Profil, was mit World of Trucks verbunden ist. Und die Community muss eben halt Konstruktionsmaterialien, Sprit, Benzin und sowas, Ausrüstung hinbringen und Müll und Abfall mitnehmen. Jedes Depot nimmt 50.000 Lieferungen. Und kann gefunden werden an den Enden auf der neuen Brückenkonstruktion in Genua. So, wenn ein Spieler kommt, alle 12 zusammen hat, also sprich
6 to from the east und 6 to from the west, dann kriegt er das, also hat er sein persönliches Ziel erreicht. So. Es geht natürlich nur von bestimmten Städten aus, ne? Also Waren zu diesem Depot kriegst du nur in Turin, Milano, Verona, Suzzara, Parma, Bologna, Florenz und Livorno. So, du kannst zwar von den Depots nach Genua kannst du, also zur City, kannst du zwar den Müll fahren oder den Abfall, aber du kriegst dort keine Fracht zu den Depots. So, wenn man das Personalgoal, also das persönliche Ziel, schafft, dann kriegt man World of Trucks Achievements und eine Lackierung und genau. So, und wenn das Community-Ziel erreicht wird, also sprich diese Millionen Lieferungen, wenn die zusammenkommen, dann gibt es also und der Player, also ja, das zählt natürlich nur, wenn man auch sein eigenes erfüllt hat. Man kann also jetzt nicht hier rumsitzen und warten, was die anderen machen, sondern man sollte da schon selber fleißig mit dabei sein. Dann kriegt man ein Plush Terra Road Roller. Was das doch immer ist. Ja, gut, also wir müssen uns merken: Turin, Milano, Verona, Suzzara, Parma, Bologna, Florenz und Livorno. Alle anderen Städte nehmen es nicht an. Aber man kann ja Gott sei Dank immer nochmal nachgucken. So, dann gucken wir. Führe World of Trucks-Aufträge aus. Und wie wir sehen, hier medizinische Impfstoffe. Genua, Kalmar. So, aber wir haben hier jetzt leider nichts, was wir wegbringen können. Also keine Waste. Wir können hier aber. Ich fahre doch keine Baggerlader hin, damit ich die Baggerlader wieder zurückfahre. So, Erdaushub kann man zum Beispiel nach Florenz fahren. Aber Erdaushub fahre ich sehr ungern. Also ich fahre ungern diese kleinen, kurzen Trailer. Das ist nicht so schön. Aber wird nur wohl eine Standort übrig bleiben. Metallschrott nach Turin. Ja, wie ihr seht, viel zu tun und die nächste Fahrt gibt es dann in der nächsten Folge. Bis dann sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Hightower.